Hi, hier ist wieder Micha, euer Testingenieur. Heute schauen wir uns mal was ganz Besonderes an. Ich hoffe das zumindest, denn ich habe schon viel Gutes drüber gelesen. Auch wenn es das Teil schon eine ganze Weile gibt, ich habe mir jetzt heute mal eine Parrot Mambo zu Gemüte geführt, beziehungsweise werde mir die zu Gemüte führen. Mal schauen, was uns da so erwartet. Erstmal kurz, wie man schon auf der Rückseite sieht, standardmäßig steuert man dieses Teil mit einem Handy. Es gibt allerdings noch einen echten Controller dazu, den habe ich momentan noch nicht. Mal sehen, ob ich mir den noch zulegen werde. Was haben wir jetzt hier erstmal? Okay, alles schon mal am Stück. Ein Ladekabel, eine kleine Kanone, mal schauen, ein Handbuch, Munition für die Kanone, mal schauen, ob wir die Mambo jetzt hier rauskriegen. Ja, das war's schon. So, wir haben hier unten noch einen Ultraschallsensor und eine kleine Kamera. Allerdings ist die tatsächlich sehr, sehr klein. Ah, komm. Müssen wir später machen. Wird nicht scharf jetzt. So. Das Ganze sieht alles ein wenig nach Lego aus. Wahrscheinlich ist das auch so geplant. Hier ist noch ein kleiner Greifarm. Der Akku. Oje, da geht's schon los. Die ersten Kugeln fallen schon raus. Das war's jetzt hier. Dann lassen wir uns mal überraschen, was uns jetzt hier so erwartet. Hier ist noch ein Kleber dazu. Wir können also das schon mal entsprechend nach unseren Ansprüchen gestalten und also quasi vier verschiedene Aufdrucke schon mal möglich. Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch und was auch immer, Arabisch. Quasi für jeden was dabei. Praktisch ist, was ich gerade sehe, der Akku wird quasi in der Parrot geladen. Das heißt, man muss nicht jedes Mal den Akku hier rausfriemeln. Das werden wir am besten schon mal machen. Den Akku einfach reinschieben. Klick, klack. Oh, leuchtet schon. Wir haben hier Bumper zum Schutz der Rotoren, die App Free Flight Mini. Dann schauen wir doch mal, ob wir die jetzt finden. Die gibt es offenbar noch in einer Pro-Version, wir schauen uns aber erstmal das Mini an. Installieren das inzwischen. Aktivieren die Bluetooth-Funktionen. Starten die App.
Akzeptieren die rechtlichen Bedingungen. Und da haben wir schon eine Mambo gefunden. Die nehmen wir dann wohl. So, das sieht schon mal ganz schlecht aus. Hier gibt es einen Take-Off. Schauen wir einfach mal, was passiert. Uiui. Okay, also die Mambo ist mit einem Schlag ziemlich nach oben gestiegen. Gegen die Decke, ich würde mal sagen, so ungefähr 2 Meter Platz sind da. Das hat jetzt offenbar nicht gereicht. Ich glaube, da versuchen wir das nachher nochmal, wenn wir etwas mehr Platz zur Verfügung haben. Bis dann. Ciao. So, dann testen wir mal unseren Take-Off. So steht sie extrem genial in der Luft. Hammer. Also schaut euch das mal an. Ich mache im Moment gerade überhaupt nichts. Und die steht wirklich 1A. Klasse, also das ist wirklich klasse. Wir versuchen jetzt nochmal das Landen. Toll, kann man nicht anders sagen. Also das ist Hammer, hätte ich nicht erwartet. Das hätte ich nicht erwartet. Allerdings muss man zugeben, ist die Steuerung über das Handy etwas gewöhnungsbedürftig. Aber ihr könnt es ja sehen, die startet, die bleibt stabil in der Luft. Ich mache wirklich momentan nichts. Also ich glaube, das ist tatsächlich mal eine Drohne, die sich eignet, um damit entsprechende Erfahrungen zu sammeln. Geht schön Schritt für Schritt nach oben. Lässt sich sicherlich auch so von Hand landen. Ja, okay. Durch die Sensoren hat sie jetzt offenbar ein Problem gehabt beim Bodenkontakt. Aber ansonsten alles super. Es geht also etwas schwer. Klick. So. Ich glaube, 5 Kugeln habe ich jetzt drin. Alles ist noch grün. Mit der Kanone gibt es hier noch zusätzlich ein Feuerknopf. Dann schauen wir doch mal.
Was man sonst noch alles mit der Parrot Mambo machen kann, zeige ich euch dann im nächsten Video, wenn ich sie mir nochmal ganz genau anschaue. Da zeige ich euch, wie die Kanone funktioniert, wie der Greifer funktioniert, wie die Drohne fliegt. Bleibt also dran, es wird in jedem Fall spannend. Abonniert am besten den Kanal, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald es ein neues Video gibt. Ich würde mich auch über Kommentare von euch freuen. Bis dahin und bis bald, euer Testingenieur Micha. Oh yeah.